Das ist das Ding, das will ich gerade schon probieren und gucken. Ich will mit YouTube nicht aufhören. Ganz im Gegenteil, ich möchte noch viel mehr machen. Das seht ihr demnächst, was ich vorhabe. Ich habe noch viel geplant. Mit euch auch. Und unsere Zukunft, die wird lustig sein auf jeden Fall. Und die Videos werden immer lustiger. Das ist das Ding. Den Stand von einem neuen Werkzeug. Ja, heißt. Ja. Pass auf, Problem ist bei der Werkstatt das Folgendes. Die Werkstatt ist fertig. Ne? Gurkenautos haben nicht unbedingt Zukunft, weil es irgendwann keine mehr gibt. Das ist das Thema. Ne? Das ist ein. Ne? Deshalb müssen wir schauen. Kommen wir erst in Videos? Ja. Ja, muss. Muss er kommen. Ich meine, ich habe jetzt einen Partner. Klar. Wird kommen. Also heißt jetzt heißt Werbeklaus-Videos. Ich habe keine richtigen Bedingungen bekommen tatsächlich. Wir werden dann mal ein paar Dinger zeigen und vorstellen und das Leben geht ganz normal weiter. Ich kann euch das erklären. Auf jeden Fall erstmal Roadtrip-mäßig. Ich habe drei Roadtrips geplant mit dem LT-Camper und ich will nach einem großen Roadtrip fahren. Ne? Also die Aktion mit Gordon wird so ein Wochenende immer sein. Ne? Und ich möchte tatsächlich mit diesem Auto, da, dieses da, guckt, das, kennt ihr, Gurke, will ich natürlich dieses Jahr was hier, was reißen. Ne? Ich weiß natürlich noch nicht genau was. Ich weiß nicht, ob ich den Afrika-Plan hinkriege, weil meine Frau tatsächlich jetzt Vollzeit arbeitet. Und hier, ich weiß nicht, ob die dann, weil dann, wenn sie Urlaub hat, könnte ich ja nur losfahren auf Roadtrip, weil sonst ist da keiner für die Kinder da. Schweres Thema so als Vater. Deswegen müssen wir mal kurz gucken, wie das halt so, ne? Ja, so läuft. Auf jeden Fall hab ich noch einiges. Ich habe Bock. Ich habe wirklich Bock. Dieses Jahr möchte ich richtig was reißen. Und das ist das Thema. Ja, klingt komisch. Ne? Was soll ich jetzt? Ist nicht verzweifelt oder was? Ne? Es ist halt nur, ich suche. Ich suche immer weiter. Ich habe mein Horizont so ausgestrahlt und ich möchte jetzt was tüdeln. Mit euch. In lustig. Mit hast du doch auch Afrika-Feeling. Ja, rein theoretisch, ja, das kommt hin. Moin, Meister, Eifelschrauber. Gurkencamper-Verleihung macht keine gute Idee, da will ich immer hinterherfahren. Für was hast du den LT-Camper? Ja, für die drei Space-Roadtrips. Mehr Pan brauche ich im Jahr nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Mit meiner ganzen Familie auf Roadtrip, da wird meine Familie keinen Bock drauf haben. Ich bin halt der Gurkentyp, weißt du? Meine Frau, die wird niemals im Leben in so ein Trabi einsteigen. Der wird mir eher einen Husten. Kaufen Cadillac, sagt sie. So ungefähr. So muss das sein, Olli. Hört gerne, ich habe ja Nachrichten ja verpasst. Auf Stressregen, das ist irgendwie untergegangen bei mir. Das klingt gut. Schinken muss brüllen. Moin, Jürgen, Mann. So, pass auf, wir gehen mal ein bisschen weiter hier noch. Also, eigentlich müsst ihr schon eine Veränderung hier sehen. Warte. So. Was hat sich hier geändert? Ich meine nicht die Kaffeetasse. Das Gordons. Der was? Ich kann euch nicht hören. Hier gibt es auf jeden Fall. Was? Habt ihr mal mit einer Brille? Die hab ich jetzt schon seit 2 Monaten oder so. Hier ist ein Schrank. Pass auf. Ich habe die Schlüssel auch ganz hart versteckt. Den wird niemand finden hier. Der hängt ja einfach so an der Wand. Ist Werkzeug. Also ist das ein Werkzeugschrank. Das Werkzeug hier, was hier an der Werkbank liegt, ist dasselbe Werkzeug, was immer da war. Wir haben hier nichts weggenommen. Okay? Es soll, das scheint, also, wenn ihr jetzt denkt, hat sich irgendwas geändert. Nein, das gleiche Werkzeug. Das gleiche. Hier, weißt du, hier meine 1983 Bosch Gurkenbohrmaschine, man kennt sie. Oder mein Heißluftfritz mit dem Wackelkontakt, mit dem wir den Grill abmachen. Hier meine, wo ist die denn? Wo habe ich den hingepackt? Die gute. Das Baby hier in unserer Firma. Hier. Jens, seine Flex, die ich mir schon seit Ewigkeiten ausleihe. Also im Großen und Ganzen ist das hier alles, das ist das Werkzeug, was hier immer ist. Hier ist nichts für Neues, außer der Schrank. Der Schrank tatsächlich, der ist jetzt hier, weil ich habe letztens das Problem gehabt,
tatsächlich, es klingt jetzt komisch, aber manchmal kriegt ihr, ihr kennt das, jeder Schrauber so, bisschen. Manchmal kriegt Werkzeug Füße, okay? Und wenn ihr nicht da seid, ist diese, also los mit dir, Gern. Hallo, die Lampe nämlich nicht alles, die blöd. Gern, Lampe, warte mal hier, hey, hey, was ist los? Schäm dich! Was gehst du mich an? Hallo? Der Starter hat dich noch im Sack. Das nervt ja voll! Das muss doch funktionieren. Haben wir schon so wenig helle Lampen hier? Ja, die hat keinen Bock mehr. Dann war keinen Bock mehr. Ich habe aber noch, wir können gleich mal ins sagenhafte Lager gehen. Da gibt's noch ein paar Dinger. Ein paar Röhren. Wir holen gleich mal eine Röhre. Könnt ihr mich daran erinnern nachher, dass ich daran denke, dass ich eine Röhre holen für die, weil das ist immer scheiße, wenn die scheiß Lampen nicht wollen. Irgendwie ist ja, hat die Lampe keinen Bock mehr. Ihr seht auf jeden Fall, wenn ihr jetzt hier guckt, seht ihr, das ist der neue. Das ist ein nagelneuer Schrank. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Schrank so von Dingsen. Sponsored by Güde. Der sponsert bei Güde und der hier, wie soll ich sagen, von Güde und von Tool Hero. Das ist mein Kumpel Tesma. Den kennt ihr doch von früher. Ich habe auch mal Tesma erwähnt. Und der mit so einem Online-Shop, der auch gar nicht fertig ist, glaube ich, wie ich verstanden habe, der hat sich tatsächlich für uns bei Güde eingesetzt. Und deswegen haben wir jetzt Partner Güde. Güde läuft, oder? Finde ich gut. Und wir haben viel Kram von Güde gekriegt. Natürlich, ihr seht jetzt hier in meiner Werkstatt, aktuell echt nur, Doktor, Alter, viel mag ich, danke dir, Alter, für den Sonntagslauf. Dankeschön, Mann. Weißt du, seht ihr hier? Der Schrank. Eigentlich gibt es hier nicht viel mehr. Guck, wenn ihr jetzt so guckt. Ne, wisst ihr, was ich meine? Übrigens, moin Christian, hab ich gar nicht gesehen, Alter. Ne, seht ihr, eigentlich ist hier alles beim Alten. Ihr seht, dass die Werkbank ist da. Ich habe hier übrigens hier für den Volvo, das war übrigens schweineteuer, ne? Ist nicht, ich weiß nicht, wenn es funktioniert, ist gut. Aber wenn es nicht funktioniert, waren da sehr, sehr teure 70 Euro für dieses Zeug hier. Und scheinbar ist das so billig im Einkauf für die. Dann sagen die Garantie, du kriegst eine neue Dose halt oder so. Also, man kennt ihn, ne? Hier, ich hatte es im Video noch erwähnt, ich hatte kein Elektro-Pad, ich habe das Beste aus China besorgt, was ich kriegen konnte. Jetzt können wir endlich mal hier chinesisieren. Hat Garantie, steht drauf. Soll funktionieren. Für den Volvo, ne, brauchen wir überhaupt. Scheine teuer. Ich habe im ganzen Internet geguckt. Ich schwöre euch das. Ich habe so über Teilanzeige geguckt, ob ich irgendwo billiger rankomme. Aber keine Chance. Ich kann da nicht ran. Null. Stimmt, Christian. Eigentlich fällst du nicht auf, ne? Ohne Scheiß jetzt. Das ist das Ding, ne? Das ist das Getüdel. Naja, sonst, wie gesagt, so wie immer hier halt, ne? Hier ist es nicht leer, weil ich habe das Ganze. Das von der Bühne, diese komischen Dinger, die hier eigentlich hängen, ne? Und jetzt habe ich das so ein bisschen, ja, 70 Euro. Ja, das ist das Zeug, was ich gesucht habe, ja, 70 Euro. Ja, das war wirklich teuer. Das hier kostet 20 hier, dieses Set hier. Habe ich gedacht, das kann man sich mal gönnen, auch wenn es mega teuer ist. Auch, die Euro finde ich auch teuer dafür, aber es hilft, ne? Aber wenn das Zeug am Ende funktioniert, wisst ihr, was ich meine? Wenn das Zeug am Ende funktioniert und mein Volvo nicht mehr mit Kühlwasser um sich schießt, Alter, dann ist das Zeug getüdelt. Natürlich machen wir einen Test. Ich würde mich nicht von den Typen sponsern lassen, habe ich gedacht. Wir bleiben immer unabhängig und kaufen das selber. Dann gucken wir es immer mal drauf. Die Volvo Limo ist unverändert, Alter. War ich noch gar nicht bei gewesen. Wie gesagt, momentan ist es echt so ein bisschen so, dass wir uns mit den Autohandelsdingern beschäftigt hatten. Ne? Ist das getüdelt, ne? Action hat so Kabelklausel, ja, aber keine guten. Ich habe schon geguckt. Das ist ein bisschen so ein bisschen hin und her getüdelt. So, kriegt ihr dann noch eine Veränderung in der Halle. Da könnt ihr vielleicht wieder was herleiten mit der neuen Werkstatt, diesem ganzen Gerödel, was dahinter hängt. Pass auf, ich schalte einmal um. Immer seht ihr hier den Trabi von Ingo, der wird jetzt natürlich jetzt bald wunderbarerweise fertig werden, weil ich hier zwei Bühnen habe. Macht Sinn. Eine nagelneue Batterie, die hier steht. Auch cool, ne? Das ist die ich für den Citroën gekauft habe, für den Berlingo, letztens im Video. Der geht natürlich nach Afrika, ne? Hier ist auch was gekommen. Der Werkzeugwagen ist hier weg, der andere. Es steht nur auch der hier. Und hier ist das viel, viel leerer geworden als vorher. Viel, viel leerer. Ist auch ein Ding. Man kennt ihn. Ist auch ganz, ganz tüdelig geworden hier. Ist irgendwie alles so,
jetzt alles verändert, als würde hier was fehlen und es ist irgendwo anders hingefahren. Weil wir natürlich haben Gordon und ich Werkzeug aufgeteilt, ne? Ist ja klar. Ah, Ronny macht das nicht so schlecht. Wir gehen da positiv wohlwollend ran. Wir machen niemals irgendeinen Test oder irgendwas in der Art im Negativen. Ich sehe mich schon bei euch in den Kommentaren, dass da ganz, ganz viel hin und her gehauen ist. So, das wird nichts, das ist was. Ne, weißt du, das ist das Ding daran. Ne? Wir testen es. Am Ende wissen wir es letztendlich. Süßer Senf läuft. Was? Lass du niemals den Kopf machen wollen. Süßer Senf findet die Notfallvariante. Das klingt gut. Übrigens hier, seht ihr hier ist der MZ-Motor, der ist zusammenfasst. Ne, da habe ich ja ganz große Hilfe bei tatsächlich. Da habe ich nicht viel mit zu tun. Aber die hat schon das erste Mal Muff-Muff gemacht und so. Hat neue Simmerringe unten drin. So mühsam tut es sich als Mummeltier. Jetzt habe ich mir noch einen Zündkerzenstecker bestellt. In eBay. Dass die so langsam auch MZ-et. Im Sommer würde ich die gerne fahren, tatsächlich. Ich würde auch gerne TÜV'en, tatsächlich. Ne? Das ist das Getüdel daran. Ich habe voll Bock drauf. Ne, guck mal, die Kette ist auch schon drin. Die ist noch so lang aktuell, habe ich gelesen. Ne, aber es ist das Ding, die Tüdel daran. Das wird noch sehr, sehr interessant. Ohne Scheiß jetzt, wirklich sehr interessant. Ja, die hat auch gestunken beim Muff-Muff machen. Ich war aber nicht dabei tatsächlich. Da war ich leider abstinent. Da war ich zu Hause bei meiner Frau, sonst hätte ich mir einen übergezogen. Weil ihr müsst euch vorstellen, letzte Zeit habe ich natürlich sehr, sehr viel Zeit hier investiert. Und dementsprechend selten war ich zu Hause. Da muss ich natürlich ein bisschen Ausgleichszeit für die Familie haben. Übrigens ein bisschen doof hier. Guck mal, wir haben ja den Staubsauger, den Wapp hier, den neuen Koffer habe ich bekommen. Ja, da passt er nicht so ganz. Schade. Aber es sieht doch dramatisch. Ich habe jetzt tatsächlich. Ihr kippt um, Alter. Ich habe unsere Community. Habe ich einen Staubsauger von Thilo bekommen. Habt ihr vielleicht im Fanpaket-Video schon gesehen? Nee, oder im Video gesehen sogar. Pass auf. Dann plötzlich kriege ich noch ein Paket, ein großes. Und da war da noch ein Staubsauger drin, Alter. Ich gucke nicht richtig. Ich habe zwei Staubsauger aus der Community bekommen. Zwei nagelneue Kerkersauger. Nagelneu. Zwei. Den habe ich heute erst ausgepackt. Habe ich gesehen. Habe ich noch nicht erst ausgepackt, aber den werde ich noch ein Video mit einbauen, so ein bisschen. Weißt du, dafür, damit er wenigstens ein bisschen davon hat. Zwei Staubsauger, Nagelneu von Kärcher. Das heißt voll cool. Das heißt, ich kann die Dinger jetzt auch aussaugen. Weil tatsächlich habe ich hier alles so ein bisschen für Gordon gemacht. Erstmal danke dafür, ne? Also ich habe alles so ein bisschen für Gordon gemacht. Das ganze gute Zeug, alles, was von Güte nagelneu war, habe ich alles Gordon gegeben für seine neue Werkstatt. Alles. Außer der Schrank, der war halt über, den konnte ich mir noch sichern. Ich wollte den unbedingt haben. Das heißt, meine Werkstatt, die ich für meine Projekte selber nutze, das ist auch die Werkstatt, die nicht unbedingt so für die Firma ist. Diese Werkstatt zum Beispiel nutze tatsächlich nur ich. Ne? Nur ich, komplett nur ich. Das ist das Getüdel daran. Und deswegen ist sie eigentlich so beim Alten. Weil, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht Güte noch nerven, dass sie mir noch Werkzeug zuschicken für die Werkstatt. Irgendwann ist das ein bisschen übertrieben. Und Gordon hat alles neu. Er hat neue Arbeitsklamotten. Die kamen übrigens auch von Thilo. Der hat eine neue Jacke. Eigentlich hat er alles neu. Er würde nicht alles. Schuhe fehlen noch neu. Das hat er eigentlich alles. Ich habe so noch neue Schuhe da. Läuft eigentlich. Wirklich alles neu. Es ist eine nagelneue Hebebühne. Die kommt auch von euch. Also nicht mehr, ne? Danke deswegen. Ne? Weil die Bühne war ja. Ist ein Hammerteil, die ist wirklich Hammer. Ich zeige euch die gleich, okay? Aber noch ein paar Däumchen, die sind ganz cool für mich. Also Gordon hat eine richtige Premium-Bude gekriegt. Also vom Feinsten. Ne? Also unglaublich geil. Also das, die Werkstatt, die, da träumst du von. Also wir sind so Typ wie ich. Ne? Aber letztendlich ist es ja so, dass Gordon als Mechaniker für meine Firma hier, also mit denen hier Autohandel und so, das meiste Geld verdient. Ne? Also er macht ja die Arbeiten, die uns letztendlich Geld bringen. Alles andere, was so Getüdel ist, ne? Weißt du, wie jetzt bei mir oder irgendwas in der Art, pass auf, dieses hier, weißt du, was so Gurken sind, die wir halt selber tüdeln. Alter, das sind halt Sachen, die machen wir selber. Komplett selber. Und ne, für uns. Und da reicht doch die Werkstatt noch für aus.